Turbo Stories bei What's for Beats mit Max Giesinger und Michael Schulte. Jetzt ist es soweit, also wir fragen unsere Künstler dann immer, was habt ihr geile Geschichten aus dem Tourbus zu berichten? So, ein bisschen, ne? Oh! Das wird spannend heute. Jetzt muss man erstmal überlegen, was man erzählen kann. Was gesendet werden kann. Tourhotel, ne? Also wir haben schon viele Sachen. Von Machete an Hals, dreckige Unterhose, nackte Jungs im Bus, wir haben schon alles. Also, ja. Haut raus. Was waren also, so? Gut, also wir können ja diese eine Geschichte, wir haben natürlich die ganze Tour über. So, jetzt geht's. Einmal noch. Wir haben die ganze Tour alkoholmäßig wirklich gar nicht so. Gerade er. Insbesondere er war so vorsichtig, er war 5-6 Tage lang echt auf Schonkurs. Konsequent nach der Show direkt wirklich in Turbus ab ins Bett. Ja. Und dann aber natürlich bei den letzten zwei Shows, wo wir dann alles wussten, okay, jetzt nicht erkältet und alles cool. Dann haben wir dann auch mal gefeiert nach so einer Show natürlich. Und diese eine in München war das? Oh. Da haben wir doch ganz schön gefeiert. So. Ja. Dann mussten wir um 2.30 Uhr dann Richtung Köln weiter. Genau. Habe ich nach, München, genau, Köln. Richtig. Und da war auch eine Oktoberfesthalle in München und es war echt. Ja, doch, war schon nicht schlecht. Ja. Und es war irgendwie so, dass. Weil es da, wo du die Jägermeisterrouten rausgehauen hast. Ja. Was heißt das? Darf ich das erzählen? Darf ich das erzählen? Nein. Okay. Ja, auf jeden Fall haben wir ordentlich getrunken. Ja, das war auf jeden Fall die ganze Bande und es war echt lustig. Und es war noch so, dass dann irgendwann, wir sind dann ins Bett und um 5.30 Uhr irgendwie wurde uns am nächsten Tag erzählt, dann ist unser Keyboarder und unser Lichtmann, da war irgendwie Vollsperrung auf der A9 und die sind dann irgendwann raus auf die Autobahn und haben Volleyball gespielt. Mit zwei hotten Girls. Und wir haben es verpasst. Da waren irgendwie, also auf jeden Fall sind die raus, waren natürlich echt ganz schön betrunken so. Ja. Und haben da dann Volleyball gespielt. Aber zwischen den ganzen Autos, ja. Wo, rüber gesperrt hat. Und am nächsten Tag sind wir dann raus. Und das Erste, was mir so in die Augen fällt, ist dann, wie unser Lichtmann so halb aus seinem Bett rauslugt. Und ihm ging es nicht sehr gut. Also es war wirklich so, dass alle ziemlich kaputt waren. Und, aber wir haben es schon gut gemacht. Wir? Ja. Ja. Wir waren vernünftig. Wir waren alle drei waren wir im Bett. Die anderen haben dann noch. Ach, war das auch der Abend, wo Klaus da auf der Bank lag und ich da dann komplettes Wasser in die Unterhose reingeleert habe und er es nicht gemerkt hat? Ah, okay, das war die. Er hat unser Keyboarder. Ja, die Unterhose so schön rein. Und, in die Unterhose. Und er hat sich natürlich gefragt, ob am nächsten Tag war es immer noch nass und er hat gesagt, was da passiert ist. Sag mal, Groupies gibt es bei euch, oder? Ich weiß halt immer nicht genau, was Groupies sind. Also ich das sind Frauen, die sich anbiedern, dass sie Sex mit dir haben wollen. Glaubst du das bei dir, Wieser? Ich sag nicht, dass ich gemacht habe, nee, ich meine, aber die gibt's doch, oder? Gut, also ist das die Definition von Groupies? Ich glaube, die würden sie definieren. Ja, die wollen zu jedem Auftritt da kommen. Nee, das sind die Hardcore. Das sind Fans. Wir reden von also Groupies haben noch Hintergedanken. Groupies? Okay. Wieder was gelernt. Würde ich sagen. Kriegt halt immer so Nachrichten, man sieht Nachrichten. So dubiose Facebook-Nachrichten. Facebook also. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie sich trauen würden, jetzt im richtigen Leben zu uns zu kommen. Und dann so. Ich glaub, das gab's ja nicht, oder? So direkt. Weil wenn wir irgendwann mal so 30 sind, dann trauen sie sich vielleicht so. Wir sehen noch zu jung aus, glaube ich. Ja, vielleicht. Zu unschuldig. Unschuldig, glaube ich, nach der Turbo-Story nicht mehr. Aber es war sehr schön. Giesinger Unschulde mit ihrer Turbo-Stories bei What's for Beats. Wir haben auch Turbo-Stories von Stereo Love, könnt ihr auch angucken, und von Johannes Oerding. Ich sage nur dreckige Unterhose. Und denkt dran, abonnieren. Dreckige Unterhose abonnieren, passen gut zusammen. Sehr schön.